Mein Name ist Samantha Romanova, ich bin von der Abteilung 842 und heute möchte ich über ein sehr spannendes Thema reden, und zwar Erklären des Unerklärbaren. Aber ich möchte den ganzen Fokus auf die folgende Frage machen, und zwar: Wie kann man eigentlich künstliche Intelligenz oder kurz KI verstehen? Ist das überhaupt möglich und wie kann man das genau machen? Um die Fragen zu beantworten, möchte ich mit einem ersten Beispiel anfangen. Wir als Menschen können auf diesen Bildern hier zwei unterschiedliche Objekte erkennen, und zwar einmal Hunde, also Chihuahuas, und Blaubeermuffins. Wir können das sehr einfach machen, aber die Sache ist, dass die neuronalen Netze, die auch eigentlich sehr gute Performance gezeigt haben, heutzutage, was jeden Tag verwendet werden, können auf diesen Bildern nur ein einziges Objekt erkennen, und zwar Blaubeermuffins. Aber natürlich möchte keine Chihuahua als Abendessen enden. Aber wenn wir die Frage stellen, warum haben die neuronalen Netze hier versagt, können wir beantworten, dass die Augen von jedem Chihuahua wie eine Blaubeer aussieht. Und neuronale Netze haben leider gelernt, diese Augen wie Blaubeer zu erkennen, und deswegen werden alle Objekte auf diesen Bildern hier als ein Muffin erkannt. Das ist die Erklärung, die für uns Menschen nachvollziehbar ist. Wir können hier so einfach verstehen, warum die neuronalen Netze falsche Vorhersage gemacht haben. Aber ist das immer so einfach, diese Erklärung zu machen? Gehen wir ein bisschen zurück in die Zeit. Und zwar vor 50 Jahren hat der Schachweltmeister Mikhail Botvinnik versucht, eine Software oder eine Maschine zu entwickeln, die Menschen im Schachspielen besiegen kann. Aber damals gibt es eine große Kritik, oder wie man das heutzutage sagen würde, ein Beef zwischen den beiden Schachweltmeistern Mikhail Botvinnik und Michael Thal. Michael Thal war fest davon überzeugt, dass das unmöglich ist, die Maschine beizubringen, wie wir Menschen denken, weil wir selbst nicht verstehen würden. Das war sein Argument. Und, aber ist das wirklich so? Verstehen wir wirklich nicht die Denkweise von den Menschen? Wenn wir zum Beispiel dieses Bild hier anschauen, was sehen wir auf dem Bild? Wir erkennen sofort, dass das eine Katze ist. Aber wie funktioniert eigentlich unser Gehirn? Wenn wir flauschige Ohren sehen, Pforten, eine bestimmte Fellfarbe oder Fellmuster, oder auch wahrscheinlich Schnurrhärchen oder Nase, dann können wir sofort erkennen, dass das eine Katze ist. Aber ist das wirklich so, dass die neuronalen Netze ihre Entscheidungen, ihre Vorhersagen auf so einer Formel sich basieren, wenn es zum Beispiel um Klassifikationen zwischen Katzen und Hunden geht? Was sehen Sie auf diesem Bild? Denken Sie, dass es ein Bär ist? Wer denkt, dass es ein Bär ist? Das Problem ist, dass die neuronalen Netze, die im KI-Community eigentlich sehr gut verbreitet ist, denken, dass das auf diesem Bild ein Dinosaurier ist. Es ist total unverständlich, warum ist das so? Also ein neuronales Netz sieht irgendwas auf dem Bild, was wir nicht sehen können. In unserer Abteilung haben wir so eine Methode entwickelt, die neuronale Netze täuschen kann. Ja, wir sind ein bisschen auch auf der dunklen Seite. Wie das Ganze funktioniert: Wir nehmen ein originales Bild mit dem Bär, das auch von den neuronalen Netzen als Bär erkannt werden, und generieren irgendwelche sehr, sehr kleine Störperturbationen, die auf dem originalen Bild agieren. Und ändern das originale Bild in die Weise, die eigentlich wir als Menschen nicht sehen können. Also für uns sehen die Bilder auf der linken und auf der rechten Seite komplett gleich. Aber für die neuronalen Netze sind das zwei unterschiedliche Objekte. Das nennt man Adversarial Machine Learning. Und das Ziel von Adversarial Machine Learning ist, neuronale Netze so gut wie möglich zu täuschen. Und genau, Adversarial Machine Learning hat uns gezeigt, dass die neuronalen Netze ihre Entscheidungen nicht unbedingt auf die Merkmale sich basieren, die für uns als Menschen nachvollziehbar sind. Weil zum Beispiel auf dem rechten Bild sehen wir keinen Dinosaurier, aber neuronale Netze denken anders. Eigentlich ist es sehr interessant, was künstliche Intelligenz in den letzten 5 oder sogar 3 Jahren erreicht hat. Denken wir zum Beispiel über die ChatGPT, über die jeder von uns jetzt redet. Aber ist das wirklich Intelligenz, die hinter künstlicher Intelligenz steckt? Diese Frage kann keiner beantworten, weil heutzutage gibt es auch keine Guidelines, keine Metriken, die uns zeigen können, wie richtig die neuronalen Netze eigentlich sind. Wie zum Beispiel, wir kennen alle die GPT-Boom für Unsicherheitsberechnungen. Sowas für die neuronalen Netze gibt es leider nicht. Und wo die Maschinen oder künstliche Intelligenz oder neuronale Netze, anders gesagt, sehr gut sind, ist die Imitation von der menschlichen Intelligenz, Imitation von der menschlichen Kreativität.
Deswegen ist der Vergleich zwischen KI und menschlicher Intelligenz ist genau der gleiche Vergleich, wie zum Beispiel, wir können sagen, wer schneller rennen kann, Usain Bolt oder ein Ferrari. Natürlich, in den ersten 50 Metern werden die Jüngste gleich aufrennen, aber nach 50 Metern hat Usain Bolt überhaupt keine Chance. Weil, warum? Weil ein Ferrari ist sehr gut in einer einzigen Aufgabe schnell zu fahren, aber Usain Bolt kann viel mehr. Deswegen sollen wir weiterhin daran arbeiten, nicht zu unterscheiden, wer besser sein kann, Menschen oder die Maschine. Wir müssen weiterhin arbeiten, um die optimalsten Wege zu finden für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen. Ja, danke.